Nach dem ersten Lauf vom Swiss MX Women Cup darf ich die Trainingsschnellste als Siegerin vom ersten Lauf begrüßen. Michelle Zünd, wie ist es gelaufen? Ja, der Start war mittelmässig, ich glaube um den 5.-6. Platz. Die ersten drei konnte ich recht schnell überholen. Die nächsten zwei waren nicht so einfach. Ja, die Lohan konnte ich eigentlich gar nicht überholen, weil sie einen Fehler gemacht hat auf der Gerade. Und ja, schlussendlich auf dem ersten Platz und damit ist man sicher mehr wie zufrieden. Absolut. Jetzt waren viele Zweikämpfe. Du sagst, es war schlank, bis du vorne warst. Das heisst, für den zweiten Lauf ein besserer Start. Gibt dir auch ein entspannteres Rennen? Wäre das Ziel, ja. Ich hoffe, ich kann es durchsetzen, ja. Die Strecke selber, hat sich die etwas verändert, nachdem jetzt die Zeitenwege da drüber sind? Oder bist du immer noch komplett zufrieden damit? Nein, es gibt immer irgendwelche Linien, die gut sind, definitiv. Man muss es halt einfach finden. Und es ist, glaube ich, Kunst in unserem Sport. Gerade wenn man muss überholen muss, muss man ab und zu andere Linien wählen. Manchmal hat man Glück und es ist gerade eine gute und so findet man sie. Und sonst merkt man halt, dass die Linie nächste Runde nicht mehr gefahren wird. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Glück beim idealen Linienfinden im zweiten Lauf und dann noch einen erfolgreichen Tag. Danke vielmals. Danke.